Glück auf und Vorhang auf zu den Chroniken eines Dorfes und neuen Abenteuern aus dem weitläufigen, unbesiedelten Hunsgrab. Aber hier sieht das Ganze schon ganz anders aus. Die Nachtwächteruhr ist fertig. Da hinten haben wir den Nachtwächterturm oder auch Turm der Nachtwächter genannt. Hier haben wir die Uhr. Das ist, glaube ich, die fünfte oder so. Da hinten ist ein Schaf. Und ja, so sieht er aus, ne? Hier mit den Elementen aus dem Wassertempel. Hier mit der Technik, die ich nochmal korrigieren musste. Ja, man sieht ja hier, ist der Tageslichtsensor, genau, so heißt das Ding. Der gibt ja auch schon so ein leichtes Signal raus bei dieser, ja, bei diesen Lichtverhältnissen. Und hier, da hatte ich einen Fehler gemacht. Ich musste den einen Repeater nämlich nochmal drehen, damit wir hier sozusagen, ich zeig das jetzt mal so, eine Clock hinkriegen. Dann geht das Signal hier hinten drauf. Hier über die einzelnen Elemente, da oben sind die Uhren drin. Ihr seht aber auch, dass ich meine Baustelle hier schon so ein bisschen abgebrochen habe. Ich bin auch fast nackt, hab meine Stiefel hier an, naja. Und keine Hose, es ist so warm, ne? So warm geworden. Endlich wird es langsam Sommer, wir gehen drauf zu. Ja, und wir machen jetzt weiter, wie versprochen, da hinten. Ich habe hier die Zelte abgebrochen. Ich habe noch überlegt, ob ich hier so einen kleinen, Platz hinmache, hier hinten. Vielleicht mit so einem Pavillon, wie ihn der Tomcat hat auf seiner Burg. Da müsst ihr übrigens mal vorbeischauen, unbedingt beim Tomcat. Der ist nämlich jetzt da irgendwo, da oder da, und baut das geheime Kloster in einer ganz tollen Umgebung, in so einer Berglandschaft, wo wir Zuflucht finden können vor der Hanse. Ja, keiner am Springen momentan. Ja, irgendwo da hinten ist er. Und er hat mir geschrieben, dass er wohl auch schon ein Kunstwerk errichtet hat, hier auf im Garten der Künste. Da schauen wir doch mal, ob das wirklich so ist. Ich meine, ich gehe mal davon aus, dass es wirklich so ist. Was ist neu? Fragte sich der Mann. Im Garten der Künste. Ah, nee, Kunstwerk hat er noch nicht im Garten der Künste. Marktstand hat er gemacht. Genau, so war's. Hier machen wir gleich weiter. Wir holen jetzt sowieso erstmal Holz. Wir wollten ja hier oben Tropenholz reinsemmeln. Wir könnten natürlich auch Akazienholz nehmen. Das wäre bestimmt auch ganz cool. Hier ist auch noch eine Nachtwächteruhr. Ja, hier. Man sieht es hier. Wir stehen jetzt überall in Hunsgrab und alarmieren die Leute. Wenn es dunkel wird, geht hier der Alarm los. Und ja, den Flughafen müssen wir auch nochmal machen für die Pegasus. Okay, da. Da hinten muss er sein. Ah, guck mal. Hier. Und das ist richtig schick geworden mit dem dunklen Fichtenholz. Mal gucken, was es hier so gibt. Erstmal, garantiert, ach, Qualität, ja, lebenslange Qualität, okay. Original, Falkensteiner Felsblock. Steinhart. Oh, er hat hier richtig großes Angebot schon. Glatte Stufe aus Falkenstein poliert, so glatt wie Eis. Sehr schön. Was hat er hier? Das ist die Kasse, da ist noch nichts drin. Ja, mit was soll man denn hier bezahlen? Mit Eiern? Das mache ich gerne. Original Falkensteiner Fichtenholz. Ei, sehr gut. Und hier Falkensteiner Mauerkunst. Einmal im Umkreis von 1000 Block. 10.000 Block. Ja, schön. Hier ist eine Werkbank. Alles da, was man braucht. Außer Beleuchtung. Doch, Beleuchtung ist auch da. Wunderbar, lieber Tomcat. Hast einen schönen Marktstand gebaut. Ist sogar noch ein bisschen schmaler, als er, glaube ich, sein müsste. Du hättest ihn auch da hinten hinbauen können. Hier so, ne? Da. Aber ist gut. Passt. Wunderbar. Sehr schön gemacht. Wir rennen jetzt aber mal ganz schnell zu Hain und holen uns, ich denke mal, Akazienholz. Weil das würde schon noch schicker aussehen. Wäre noch ein bisschen besonders. Und würde auch zu so einem Teppichmarkt passen. Denn Akazien sind ja Bäume, die in der Steppe wachsen. Und die Steppe schließt ja meistens an die Wüste an. Und deshalb sind auch sehr viele Wüstengebäude mit Akazienholz gestaltet, weil das erste ist, was man findet, wenn man jetzt nicht unbedingt einen Dschungel gerade in der Nähe hat, weil Wüste und Dschungel ist eigentlich gar nicht so typisch. Viel typischer ist eigentlich Wüste und dann Steppe. So, und wir gucken mal, wir haben auch noch ein bisschen was. Oh ja. Nicht sehr viel, aber ein bisschen was. Das müsste... komm, wir müssen das alles mitnehmen, das ganze Akazienholz. So, okay. Das nehmen wir mal mit. Akazie ist angesagt, doch kein Tropenholz. Das ist auch so grob, ne? Und da wohnen so viel Käfer und sowas drin. Das ist immer das Problem bei Tropenholz. Und die fallen dann auf die Teppiche und fressen die Fasern. Das weiß jeder Teppichhändler. Akazienholz ist viel glatter von der Oberfläche. Und da kann ich eigentlich nichts drin einnisten, weil der Saft der Akazie natürlich auch giftig ist.
Ja, für Käfer. Für Menschen nicht. Für Menschen wirkt er potenzsteigernd. Wer jetzt nicht weiß, was ich damit meine, der ist noch zu jung dafür. Okay, meine lieben tapferen Freunde. Wir wollen hier anfangen. Wir brauchen aber unbedingt Erde. Ach, wir haben 64 Erde. Hatte ich extra schon geholt. Aus dem Drecktempel rausgerissen. So, jetzt schauen wir mal, dass wir hier anfangen, das Gebälk von dem Ganzen zu machen. Würde ich sagen, fangen wir mal direkt hier an. Ja, pass mal auf. Bauen wir uns hier gleich mal hoch. Und dann würde ich sagen, machen wir hier die Außenstämme. Die Außenstämme. So, können wir da weit genug weg? So, zack, genau. Und jetzt können wir die ja eigentlich hier so drauf langlegen, ne? Müsste ja eigentlich klappen. Ja, klappt. Dann machen wir nämlich schon mal das Gebälk hier für den schönen Teppichmarkt. Ja, so ein Teppichmarkt ist in jeder traditionellen emeraldischen Stadt natürlich vorhanden, weil Teppiche für Emeraldia eine ganz große Bedeutung haben. Das arme Volk hat nämlich meistens kein Geld für Teppiche. Und und guck mal, da ist schon einer vom armen Volk. Das Kleinvolk kommt also auch schon raus. Ich überlege gerade, ob wir den einen weiter rausziehen. Ich denke mal, es wäre ganz sinnvoll, wenn den einen weiter rausziehen. Müssen wir mal von unten dann gucken, wie das aussieht. Wenn ich kloppen, was wieder ab. Man kann ja alles wieder abkloppen, das ist das Gute. So, hier käme jetzt der nächste hin. Vorsichtig. Wir sind hier nicht im Hardcore-Modus. Von daher kann uns eigentlich nicht so viel passieren. Okay, müssen wir ein bisschen tricksen. So. Und dann können wir hier anfangen. Und ihr seht schon, wir werden verdammt viel Akazienholz verballern. Mal gucken, wie das dann hinterher aussieht. Und da oben, das werde ich dann wahrscheinlich auch versuchen, mit Teppichen zu gestalten. Dann müssen wir mal gucken, ob wir das hinkriegen. Wenn nicht, mache ich das mit normaler Wolle. Aber Wolle haben wir gar nicht so viel. Da werden wir vielleicht mal nach Bocksprung reisen müssen. Über die Brücke, die eigentlich schon längst abgerissen werden sollte. So, zack. Haben wir die nächste Phase hier fertig. Ich wüsste jetzt auch nicht, wo wir jetzt Großakazienholz haben, außer in Hunsgrab selber. Es wurde uns schon ein paar Mal angeboten, noch die Hexenwacht zu besuchen, wenn wir irgendwas brauchen, von dem lieben guten Zordan. Und da habe ich mich sehr darüber gefreut, Zordan, dass du deine Verbundenheit zu Hunsgrab jetzt erneut betonst, dadurch, dass du uns Ressourcen einfach mal so spenden willst. Er hatte nämlich gesagt, wenn du Quarz brauchst, dann geht rein doch einfach zur Hexenwacht und hol dir der Quarz. Es müsste eigentlich genug sein. Total genial. Denn es ist ja eigentlich so, dass die Hexenwacht eigentlich ja irgendwo auch ein Teil von Hunsgrab ist. Das gerät oft in Vergessenheit, dass Zordan ja sozusagen als unser Freund uns unterstützt hier beim Bau von Hunsgrab. Es ist ja nicht so, dass er da alleine eine eigene Ortschaft auszieht. Der ist ja auch kein Bürgermeister, sondern eher ein Ritter. So, ne? Der für Hunsgrab die Gebiete bewacht. Ja, so ist das. Also die Gebiete hier machen wir, glaube ich, keinen rein. Das wäre da ein bisschen viel. Machen wir erstmal hier. Hier so. Hier ein Dreckpröpel drauf. Ziehen wir erstmal die Balken und dann müssen wir unten das noch gestalten. Hier den schönen Teppichmarkt. Der Fatzgard Stahlaxt, habe ich gesagt. Das ist falsch. Der heißt gar nicht Fatzgard. Das ZZ wird nämlich im Zwergischen, das wusste ich gar nicht, wie ein S ausgesprochen. Und deshalb heißt er natürlich Fassgard-Stahlaxt. Fassgard-Stahlaxt. Der ist momentan sehr, sehr aktiv. Lieber Fassgard, du schreibst übrigens immer sie. Du kannst aber ruhig du zu mir sagen. Dann fühle ich mich nicht ganz so alt. Kannst ruhig du schreiben, lieber Fassgard. Ich freue mich gerade total, dass du so viel in den Kommentaren unterwegs bist und so viele tolle Ideen hast. Drauf eingehen werde ich dann später, Peter. Auf die ganzen Ideen. Ich notiere mir die immer so und dann, wenn es dann soweit ist, dann gehen wir auch auf diese Ideen ein. Und hier fehlen noch komplett die Balken und jetzt wird es auch gerade schon dunkel. Es fehlen hier noch komplett die Unterbalken. Das müssen wir erst machen. Wir bauen jetzt erstmal hier unser Nachtlager irgendwo auf, wo es schick ist. Und Beleuchtung fehlt hier auch noch komplett. Oh, oh. Sind wir überhaupt alleine? So. Erstmal schlafen. Ja, also lieber Fassgard, Entschuldigung, dass ich deinen Namen falsch ausgesprochen habe. Und guck mal, das sieht doch gar nicht mal so gut aus, oder? Wenn man sich das jetzt hier wegdenkt, wo haben wir denn hier unsere Schaufel? Zack. Das muss man alles weg. Ja, dann passt das doch ungefähr. Das gefällt mir eigentlich schon.
Wenn man da jetzt noch irgendwie Teppich zwischen macht oder so. Hier muss natürlich der ganze Sandstein noch raus. Hier sind wir jetzt dran. Das Schild können wir abreißen. Sehr gut. Und dann könnten wir hier jetzt eigentlich auch schon mal buddeln. Ist das die Effizienz? Ja, okay. Ein Weltenfresser. Da wurde auch geschrieben, ich wusste gar nicht, dass du einen Weltenfresser hast. Ich glaube, den habe ich schon ziemlich lange. Wie lange genau? Kann ich noch gar nicht so genau sagen. Kann ich jetzt gar nicht sagen. Ich benutze den nur so ungern. Das ist das Problem beim Weltenfresser. Denn, ja, der reißt immer das halbe Universum auseinander. Und da habe ich das damals auch gesagt in der Folge. Ja, wo ich die das erste Mal hatte. Und die Schaufel dann sehr schnell wieder weggelegt. Seht ihr sowas, ne? Man kann da sehr, man muss da sehr geübt sein, um da genau mitzuarbeiten. Also hier so genaue Sachen zu machen. So zum Abbauen mal eben schnell von irgendwelchen Ecken ist das ganz gut. Aber wenn man jetzt baut, mag ich das nicht so, mit dem Ding zu arbeiten. Ja. Okay, daraus können wir uns gleich wieder Sandstein machen. Wir können aber auch noch... Boah, es bewirkt sich, verdammt. Und da hatte der Tomcat mir mal gesagt, dass wenn es so dunkel bewirkt ist, dass man da auch pennen kann. Und das geht tatsächlich. Und dann können wir das Wetter, können wir tagsüber pennen, sozusagen. Schaut mal, jetzt sollte das Wetter eigentlich wieder besser werden. Ja, hat funktioniert. Danke, lieber Tomcat. Dieser Zauber war mir nicht bewusst. Und wo der herkommt, weiß ich nicht. Ob das jetzt erst ist, seit die Göttin Aline hier Einfluss auf die Welt hat, könnte sein. Ja, der gute Zordan, der soll heute mal ein bisschen Thema sein hier von von dieser Folge, von dieser Aufnahme. Der ist uns ja schon ganz lange treu, das wisst ihr ja. Und momentan gibt es wohl da ein paar Veränderungen auf der Hexenwacht. Ich habe das nur so halb mitgekriegt, möchte da auch nichts erzählen, was irgendwie noch nicht erzählt werden soll. Aber was Tatsache ist, ist, dass er bald seine 500. Folge Minecraft über den Kanal flimmern lässt. Und das, denke ich, müssten wir mal lobend erwähnen. Denn 500 Folgen treu zu Hundsgrab stehen, das hat bisher nur ich geschafft. Bei mir ist es aber klar, weil ich ja Bürgermeister bin, ich bin ja sozusagen verpflichtet, die Treue zu Hundsgrab zu halten. Wir haben das hier drin gemacht. Und da müssten wir eigentlich mal, hatte ich mir gedacht, so einen kleinen Ausflug, so einen kleinen Ausflug zur Hexenwacht machen und uns das Ganze mal anschauen, was er da überhaupt alles so gebaut hat. Ne? Was er alles so errichtet hat, haben wir hier eine Werkbank rumoxidieren. Ich habe die in der Tasche. Deshalb war das so schwer, dass ich da eine Werkbank drin hatte, klar. Wir müssten also eigentlich mal zur Hexenwacht reisen und uns da nochmal alles angucken, was er so gebaut hat in 500 Folgen. So als kleines Dankeschön sozusagen. Weil wir wissen ja nicht, was wird, ne? Er macht da so ein bisschen so ein Geheimnis rum. Ich will da auch gar nicht jetzt zu viel, wie sagt man, spoilern? Ich glaube ja. Ja, müssen wir mal schauen. Da haben wir das so, genau. Ich baue aber erstmal ein bisschen am Teppichmarkt und dann würde ich sagen, in der nächsten Folge, da machen wir mal so ein kleines Special für Herrn Zordan, für unseren Barbaren, der uns so treu ergeben seit Jahren dient und wo ich echt, muss ich auch selber sagen, viel zu selten mich dafür bedankt habe, was er alles so für Hundsgrab gemacht hat. Die Reise, dann, na, ihr wisst schon, die Reise, die wir gemeinsam gemacht haben, nach Neugedungen, die ganzen Abenteuer, der Kampf gegen den Drachen, den er so wunderbar unterstützt hat, mit seiner Kampfeskraft ist er einer der größten Helden hier aus dem 3M-Land, weil er immer wieder, alter Schwede, Frosch in den Hals gesprungen. Hui, und was für einer. Weil er uns immer wieder unterstützt und jetzt, da er jetzt bald die 500. Folge hat, wollen wir da mal ein bisschen rüberlinsen zu ihm? Dachte ich mir so. Was haltet ihr davon? Bestimmt sehr viel, ne? Ich weiß ja, dass ihr Zordan alle gerne mögt und wir haben schon fast keinen Sandstein mehr. Naja. Und da sind die Blumen für die Elsa, aber die sollen jetzt erstmal in den Hintergrund geraten. Okay. Momentan ist ja sehr viel, was hier so läuft bei mir. Das weiß ich. Es tut mir auch nicht leid, sondern es macht mir gerade total viel Spaß. Warum ist das hier so? Das ist doch total falsch. Das muss doch alles weg. So, alles weg. Hier muss doch glatter Sandstein hin. Habe ich mich irgendwann mal verbaut? Ich habe mich verbaut. Nicht, ich habe es versaut, ich habe mich verbaut. So, hier können wir schnell mal glatte rausmachen, ein paar. Wir brauchen aber sehr viel mehr noch, ne? Wir müssen hier die ganzen Felder, wo dann die einzelnen Teppichhändler sitzen, die müssen natürlich noch ausgestaltet werden. So, und ich weiß gar nicht, wann ich hiermit angefangen habe mit dem Teppichmarkt. Der muss auf jeden Fall langsam mal zum Ende gebracht werden. Nicht zum Ende, sondern fertig gemacht werden. Und dann sind wir frei für neue Projekte.
Dann können wir endlich mal wieder, ich würde sagen, als letztes abschließendes machen wir dann noch den Ouch, den Turm von der Kathedrale. Und dann sind wir bereit für Folge 1000, fast schon. Okay. So, machen wir oben noch das Gebäck drauf. Ich guck mal kurz auf die Uhr. 15 Minuten. 15 Minuten, ja. Ja, das könnten wir machen. Noch ein bisschen Gebäck draufziehen. Wir haben ja noch Straffers da. Ja, machen wir das. So, passt mal auf. Zack, zack, zack. Und dann können wir nämlich einfach hier rüber gehen und können hier direkt anfangen. Wieder mit der nächsten Reihe. Akazienholz, ole, ole. Ja, in der nächsten Folge, wie schon angekündigt, werden wir dann mal zu Zordern auf die Hexenwacht reisen, in einen spontanen Besuch abstatten. Und wir zeigen mal, oder ich zeig mal, ich kenne nicht alles. Ne? Ich muss zugeben, dass ich da nicht jede Folge verfolgt habe wie am Anfang, weil es ist ja auch unglaublich viel geworden hier bei dem Let's Play. Und da bin ich nicht so hundertprozentig über alles informiert, was er da gebaut hat. Aber wir werden es uns angucken. Ich denke mal, Zordern ist ja auch immer so, dass das alles recht gut mit Schildern ausgestaltet. Da werden wir schon zurechtfinden, ich denke mal schon. Okay, hier fehlen die ganzen Mittelbalken. Das ist ein bisschen schlecht, aber das kriegen wir hin. Mit ein bisschen Improvisationstalent kriegen wir das hin, dass wir hier erstmal den Knüppel durchziehen. Und vielleicht gibt es ja auch tatsächlich auf der Hexenwacht für uns ein bisschen... Ah, hier, das können wir wegnehmen. Ein wenig Akazienholz. Dann können wir uns ja auch noch was mitnehmen. Weil, wie schon gesagt, wir wollen natürlich dieses Angebot auch dankend annehmen. Na, wie alles, was uns gespendet wird, nehmen wir immer dankend an. Ich habe jetzt kein Pferd da, aber die Bahn, ja, müssten wir mal gucken, ob da irgendeine Bahnlore rumsteht. Wenn ich gehe mal zu Fuß. Und dann kann ich euch noch ein bisschen was erzählen zu einem Projekt, was eigentlich geplant war, aber ich weiß jetzt gar nicht mehr, ob das so gemacht wird. Vielleicht in einem anderen Rahmen. So, okay. Wir müssen, glaube ich, hier doch nochmal einen durchziehen, ne? In der Mitte. In der Mitte doch nochmal einen durchziehen. Ja, ich denke schon. Ich denke schon, das ergibt Sinn. Wir haben noch 30 Stück. Oh, das könnte ganz schön eng werden. Aber wir werden es versuchen. Wir werden es versuchen. Schönes Lied gerade. Okay, wir werden es versuchen. Hier dann nochmal mit 30 Stämmen. Das waren jetzt zwei, jetzt haben wir noch 28. So ist das, wenn man von 30 Stämmen zwei wegnimmt, sind es 28, lieber Opa. Ja. Okay, gibt es noch irgendwas? Ja, ich hatte noch vor, eventuell ein paar Rohstofflager in Hunsgrab aufzustellen, damit einfach wir nicht immer diese ganze Rennerei haben. Das heißt, so kleine Lager, in denen so ein Grundstock an Rohstoffen immer vorhanden ist. Da muss ich aber mal noch... Wow, das war's. Okay, wir haben es geschafft. Sehr gut. Sehr, sehr gut. Jetzt gucken wir mal von außen, wie das aussieht, der ganze Spaß. Autsch. Ja. Das können wir wieder wegreißen hier. Okay, das Gebälk steht. Man könnte natürlich jetzt hier dann überall noch so Zwischenbalken hinmachen. Bei jedem Stand, ne? Dafür bräuchten wir dann tatsächlich noch Akazienholz, denke ich mal. Ja. Hier geht das ja nicht. Hier ist ja sozusagen der erste. Aber dann hier immer so Zwischenbalken hin. Stufen haben wir jetzt, glaube ich, keine mehr. Dass wir hier schon mal die das andeuten könnten. Doch, vier Stück. Naja, vier Stufen sind nicht die Welt. Okay, ich packe schon mal das ganze andere Kram hier rein. Endertruhe können wir, das können wir ruhig alles mitnehmen. Ist zwar auch ein bisschen Schröttchen dabei. Schröttchen. Was ist denn Schröttchen? Also ein bisschen Krust, wie das der liebe Konstantin erzählen würde. Und das war ein kleiner Räusperer, den ich natürlich hinterher scheiden werde. Ups. Okay. So, zack und zack. Wie schon gesagt, hier kommen dann überall noch so Zwischenbalken hin. So Deckbalken oder auch Tragbalken genannt. Die gehen hier unter dem Stamm durch und tragen dann sozusagen das Gewicht. Und jetzt ist tatsächlich unser Akazienholz alle. Hier kommen dann die einzelnen Teppichmärkte hin. Die sind offen, wie das in Emeraldien üblich ist. Hier wird ein Weg vorbeigehen, dass man überall hinkommt. Und hier zum Beispiel wäre dann Rot und Gelb würde dann hier verkauft werden. Gelb ist schon da, Rot müsste noch hin. Also jeder Stand würde dann, glaube ich, zwei Sorten verkaufen. Wir haben hier ja 8 Stände. Das wären dann 16 verschiedene Farben, die hier angeboten werden. Ich muss mal durchzählen, wie viel das überhaupt sind, die es überhaupt gibt. Und vielleicht werden dann von den großen Farben wie Gelb oder Rot dann noch mehr angeboten. Also Einzelstände. Oh, meine Güte. Ja, das, wenn man so früh aufnimmt. Ja, das macht sich schon ganz gut. Ich denke aber, wir sollten dann nach hier raus auch nochmal so einen Balken. Oder machen wir das irgendwie anders da?
das sieht mir noch ein bisschen grob aus. Ich würde dann, glaube ich, noch hier auch noch so ein Ding drauf knörpeln. Na, müssen wir mal gucken, wie wir was dann hinterher machen. Ich gucke nochmal von hier. Achso, ein Tomcat, ein Kunstwerk darfst du nicht vergessen, ne? Du musst es noch machen. Aber da kann man sich auch viel Zeit mit lassen. Ich weiß, der Dune hat ja auch sehr lange für gebraucht, bis dann sein Kunstwerk hier erschienen ist. Ja, und dann machen wir hier einen schönen Teppichmarkt. Ich hole jetzt nochmal ein paar Rohstoffe, weil wir noch ein bisschen Zeit haben. Mal gucken, ob bei Salomis Sandburg noch ordentlich was vorhanden ist. Ist ja gleich um die Ecke hier. Salomis Sandburg, Mensch. Glatterstein nehmen wir nochmal 64 mit. Ja. Und hier normaler Stein haben wir auch. Ach, Tausende. Stufen? Na gut, dann bauen wir uns lieber Stufen selber, weil hier haben wir echt viel gerade. Sehe ich. Drei. So, füllen wir das hier wieder auf. Ja, wir müssen jetzt Ordnung halten in Hunskraps. Gar nicht so einfach. Jetzt gucke ich gleich nochmal bei der kleinen Siedlung hier Schattenquell vorbei. Wie ist da denn, was da denn so los ist? Denn hier sind einige neue Bürger, die hier rumlaufen. Müssen wir mal gucken, was hier so abgeht. Nicht, dass hier alle irgendwelche Löcher reinfallen. Nee, guck mal, Ingolin ist auch schon wieder da. Ist er schon wieder da? Schon wieder da? Was? Ja? Bist mit der DB gereist, die ist sehr schnell, ja. Ingo, wie sieht's denn aus? Was sagen die Druiden? Sie werden erstmal keine Druiden-Kobolde schicken, weil ihnen das zu unsicher ist. Aha. Okay, also die Druidenbank, die Nordlandbank will keine Druiden schicken. Hier sind überall Kinder. Da, hallo, kleiner Ismael Rotterdam, wenn mich nicht alles täuscht, war sein Name. Okay, die Folge ist um, verdammt nochmal. Ich pack das noch schnell in die Kiste und dann pennen wir und am Morgen reisen wir dann mal auf eine... Und hört mal die Uhr in der Ferne. Ist das nicht genial? Ach cool. Die Nachtwächteruhren. Also liebe Leute, dann gute Nacht.